Und damit sage ich wieder mal herzlich willkommen zu einem Projekt, was ich schon zweimal abbrechen musste. Pokémon Platin. Dieses Mal muss es beendet werden, bitte. Ich muss das jedes Mal abbrechen wegen irgendeinem scheiß Grund. Einmal weil ich einfach zu viel Stress hatte oder einfach keine Zeit hatte oder mir ist immer wieder was Neues in den Sinn gekommen. Dieses Mal reicht es. Diesmal wird es beendet. Nein, was machst du? Es muss beendet werden. Weil. Ah! Ein richtiger Let's Player bricht doch keine Let's Plays ab. Ich glaube, das einzige Let's Play, was ich bisher noch nicht abgebrochen habe, ist Super Mario Brothers. Also für ein DS. Sonst habe ich immer alles abbrechen müssen. Pokémon Platin zweimal. Zwei ganze Mal. 2014 und 2016. 2017 ist es soweit. Es wird fertig gemacht. Es ist auch diesmal etwas schneller. Es kann sein, dass es ab und zu trotzdem mal wieder laggt. Es ist immer noch der gleiche Laptop. Aber Dezume hat ja dieses Mal gute Updates bekommen. Und ja, vielleicht haben wir Glück. Und es wird absolut ohne Lag passieren. Und ja, in dieser Zeit habe ich mich auch etwas verbessert. In Sachen Sprechen und sowas. Kann immer noch passieren, dass ich mich verspreche oder sowas. Es kann nie mal passieren, es passiert fast jeden Let's Player mal. Aber bei mir halt sehr oft. Okay, es wird Zeit, jetzt Pokémon Platin anzufangen. Let's go. Ja, genau. Und natürlich kommt dann der Intro. Well then. Da war der Brüller von Giratina. Hallo du. Freut mich, dich kennenzulernen. Also, willkommen in der Welt der Pokémon. Ich bin Professor Eibe. Aber jeder nennt mich einfach nur der Pokémon-Professor. Zunächst möchte ich dich etwas fragen. Ist dies dein erstes Abenteuer? Wenn du Hilfe brauchst, bist du bei mir an der absolut richtigen Adresse. Also Hilfe brauche ich nicht. Ich habe Pokémon so oft schon gespielt. Also nein. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Hier habe ich einen Pokéball. Bitte berühre den Pokéball. There we go. Wir Menschen leben mit dem Pokémon ein Leben in Freundschaft. Wir teilen unsere Freizeit und wir arbeiten zusammen. Manche Menschen setzen Pokémon im Kampf ein und stärken so das Band, das sie verbindet. Und was ich tue, wirst du wissen? Ich widme mich der Forschung, damit wir mehr und mehr über die Pokémon lernen. Aber warum erzählst du mir nicht ein bisschen über dich? Verrätst du mir, ob du ein Junge oder ein Mädchen bist? Also, ja, ich mag einfach Lucia und deshalb nehmen wir sie auch. Also, es ist original die Lucia, aber wir werden halt Passi genannt. Dann. Ah, du bist also ein Mädchen. Ja. Verrätst du mir auch deinen Namen? Jupp, kann ich machen. So. Und there we go, fertig. Wow. Jupp, passt. Du bist also Passi. Jo. Sehr schön. Du bist also Passi. Jo, das habe ich schon gesagt. Das ist aber ein sehr schöner Name. Und dieser junge Mann hier, ich glaube, das ist sein Freund. Ich muss echt mal den Text schneller machen, weil das ist echt mega nervig. Wie der wohl heißt? Wie habe ich den letztens genannt? Lukas, glaube ich. Mein Name? Das hat
nehme ich ihn heute. Der gute LP Psycho Gamer. Vielleicht werde ich auch wieder, ja, Pokémons, die ich gefangen habe, zu Abonnenten benennen. Muss ich mal gucken, ob ich das mache. Ups, jetzt habe ich auch zurückgedrückt, aber. Ich bin dumm. Warte. Also auf X komme ich dann weiter. Es ist zurück. Psycho, sagst du? So heißt dein Freund also? Jupp. Nun, Passi, die Zeit ist gekommen. Du wirst nun Abenteuergeschichte schreiben. Auf deiner Reise wirst du unzählige Pokémon und Menschen treffen. Und auf deinem Weg durch die Welt wirst du viele interessante Dinge erleben. Aber du wirst auch viel über dich selbst erfahren. Da bin ich mir sicher genug. Genug geredet. Die Welt der Pokémon wartet. Es geht los. Hoffentlich ohne Unterbrechungen. Ich werde dann sofort in Optionen gehen und den Text schneller machen. Pokémon sind stets bei uns. Ich hoffe, du verstehst die Bedeutung dieser Worte. Diesen Vermerk hat der aus der Kanto-Region nach Sinnoh zurückgekehrte Professor Eibel hinterlassen. Und damit beenden wir unsere Sondersendung. Frag Professor Eibel. Ihr Jubelstadt TV. Wir sehen uns nächste Woche. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Na, ja, also es geht. Es leckt ein kleines bisschen, aber es geht. So, jetzt möchte ich bitte eine Option. Danke. Kann ich noch nicht? Nein, ich kann natürlich noch nicht. Das ist toll. Die Steuerung ist sehr komisch. Warte mal kurz. Ich muss mich da noch ein bisschen reinfinden. Da bist du ja! Hey Passi, hast du das gerade im TV gesehen? Klar hast du! Professor Eibel ist in der super wichtigen... Professor Eibel ist dieser super wichtige Typ, der Pokémon erforscht, oder? Also muss er doch säckeweise Pokémon zu Hause haben. Wir müssen ihn nur fragen und er gibt unsere welche ab. Bestimmt! Hey, ist das ein neuer Patsy? Wo war ich? Ah ja, richtig. Also gehen wir zu Professor Eibel und holen uns Pokémon. Ich warte dann mal draußen. Mach schon, Passi, komm nicht zu spät, sonst musst du Strafe zahlen. Ja, ich komm schon, aber ich will nur bitte in Optionen. Wie komme ich denn da bitte rein? Sonst drückte man immer bei S. Da hab ich wohl irgendwas in die Summe falsch gemacht. Weil sonst ist Steuerung eigentlich immer W, A, S und D. Weird. Naja. Wie komme ich denn jetzt bitte? Das wollte ich nicht. Ja, also wenn der Pass vorbei ist, dann muss ich da mal gucken, was ich da gemacht habe. Scheiße. Weil ich weiß wirklich überhaupt nicht, wie ich jetzt zum Beispiel in ein Menü komme oder sowas. Also da auf jeden Fall nicht. Na, ich will jetzt nichts drücken, dass ich auf einmal irgendwie neu starte. Das wäre richtig scheiße. Ja, okay, hier sind wir also. Der X-Knopf öffnet das Menü. Warte mal, was passiert schon, wenn ich da hingehe? Okay, da stimmt überhaupt nichts. Sehr komisch. Passi, Psycho ist schon weg. Ich weiß nicht, was er vorhat. Aber er ist ziemlich schnell hinausgesaust. Zu dem gehen wir gleich. Ich hoffe, ich krieg die Schuhe. Passi, geh nicht ins hohe Gras. Wilde Pokémon könnten dich angreifen, wenn du durch das hohe Gras gehst. Das wäre nicht schlimm, wenn du ein eigenes Pokémon dabei hättest, aber pass auf dich auf, Liebling. So, mach ich. Keine Sorge, das mach mal schon. So. Die neue Technologie haut mich glatt aus den Latschen. Ich meine, du kannst mit Leuten aus der ganzen Welt spielen. Und das drahtlos. Jojo. Hast du schon gehört? Der Pokémon-Professor ist in den Nachbarorten zurückgekehrt. Er soll 4 lange Jahre gewesen sein. Ob er wohl in der Zeit etwas Faszinierendes über die Pokémon herausgefunden hat? Du hör mal, Passi. Ich möchte ein niedliches Pokémon haben. Und was wäre es? Ein Pichu wäre doch was.
So, dann gucken wir mal. Ja, da ist er auch schon. Was? Wie? Oh, hey, Percy. Hey, ich gehe zu Professor Eibe und du kommst mit. Beeil dich. Ja, Mann, warte doch. Ich will mich erstmal umgucken. Ah, hab was vergessen. Ja, ja. Der Psycho-Jammer. Oh, hi, Percy. Du suchst bestimmt Psycho, oder? Er war kurz verschwunden und ist dann wieder nach Hause gekommen. Der Junge kann einfach nicht still sitzen, Mann. Was er jetzt wohl vorhat? Keine Ahnung, ganz ehrlich. Ich nehme besser auch meinen Beutel und mein Tagebuch mit. Oh, hey, Percy. Ich warte auf der Straße auf dich. 10 Millionen Dollar Strafe, wenn du zu spät kommst. Pocket Dollar. 5 Dollar. So viel kann man noch nicht mal halten, glaube ich. In der Zeit. Ja, ja, da komme ich. Ich bin mir aber auch noch nicht sicher, ob ich mit denen rede. Weil das veranspruckt sehr viel Zeit. Und Mühe. Die habe ich nicht. Ja, stimmt schon, dass wilde Pokémon ab und zu Menschen angreifen. Aber sie öffnen sich den Menschen auch, so dass man sich mit ihnen anfreunden kann. Es leckt ein kleines bisschen. Was ich bräuchte, ist so ein Controller. Das wäre richtig geil. Das wäre genau das Richtige für mich. Du verbringst viel Zeit mit Psycho. Ihr seid wahre Freunde. Ja, weil wohnt aber so weit weg. Mann. Ah ja, Percy, suchst du Psycho? Er hat sich vor einiger Zeit aus dem Staub gemacht. Aber weit ist er bestimmt noch nicht gekommen. Du holst ihn sicher ein. Ja, mal gucken. Aber wir sollen ja nicht ins hohe Gras gehen, heißt es. Da ist er auch schon. Mann, bist du langsam. Also gut, lass uns zu Professor Eibes Labor gehen. Eibes Labor gehen. Was? Geh nicht ins hohe Gras? Oder... Keine Sorge, kein Problem. Es macht nichts, dass wir keine Pokémon haben. Vertrau mir einfach, ich habe da eine großartige Idee. Hör zu, du weißt, dass wilde Pokémon dich angreifen, wenn du durch hohes Gras läufst, nicht wahr? Also musst du nur schnell genug von einem Fleck Gras zum nächsten rennen, bevor ein wildes Pokémon erscheinen kann. Wenn wir rennen, dann können wir Sandgem erreichen, ohne auf ein wildes Pokémon zu treffen. Also bleib mir dicht auf den Fersen. So, los geht's! Auf die Plätze! Fertig! Wartet! Ihr beide besitzt doch gar keine Pokémon, oder? Warum wollt ihr dann durchs hohe Gras gehen? Percy? Dieser Opi? Das ist Professor Eibe, hab ich recht? Was macht er hier? Sie wollten ins hohe Gras, weil sie Pokémon haben wollen. Was tun? Ihre Welt würde sich mit Sicherheit ändern, wenn sie Pokémon hätten. Wäre es richtig, wenn ich sie auf diesen Weg bringen würde? Sorry für den Cut. Ihr beide, ihr liebt Pokémon wirklich, oder? Ja. Sicher! Sicher lieben wir Pokémon! Ich frage euch nochmal. Ihr beide, ihr liebt Pokémon wirklich, oder? Wie bitte? Das kann man noch tausendmal fragen. Die Antwort wird sich nie ändern. Wir werden tausendmal antworten, dass wir Pokémon lieben. Stimmt doch, oder, Percy? Jo. Ach, ein paar sorglose Kinder, die einfach so ins hohe Gras gehen wollten. Und das ohne eigene Pokémon. Ich denke mit Schaudern daran, dass solche Leute mit Pokémon anstellen würden. Dann verzichte ich eher auf ein Pokémon. Denn ich war es, der unbedingt durch das hohe Gras wollte. Das nenne ich ehrlich. Also gut, ich vertraue euch beiden meinen Pokémon an. Und ich entschuldige mich, dass ich euch getestet habe. Wie dem auch sei, ihr müsst mir versprechen, dass ihr euch nie wieder so gedankenlos in die Gefahr bringt. So.
Wo habe ich denn nur... Professor Eibe? Sie haben Ihre Tasche am See vergessen. Stimmt etwas nicht? Ah, das ist sie. Du kommst genau richtig, Lucius. Ich wollte den beiden hier gerade ein eigenes Pokémon anvertrauen. Was? All diese Pokémon sind doch wichtig für Sie. Sie geben sie ab? Wir leben Seite an Seite mit dem Pokémon. Und für jedes kommt einmal die Zeit, auf Pokémon zu treffen. Es gibt eine Welt, die man zusammen mit Pokémon entdecken sollte. Und für die beiden ist heute die Zeit gekommen. Hier und jetzt. Nun zu, öffnet die Tasche und wählt eure Pokémon. Wirklich? Professor Eibe! Ich kann es kaum glauben. Ich bin so glücklich, dass ich nur noch grinsen kann. Passi, du kannst zuerst wählen. Nicht heute. Wir machen jetzt Schluss für diesen Part. Ich muss jetzt, wie gesagt, nochmal gucken, wie ich hier die Optionen ein bisschen verbessern kann. Und ja, wie gesagt, wir sehen uns nächstes Mal. Wenn euch das Let's Play gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Und ja, jetzt habe ich gerade so einen Scheiß geredet. Nochmal. Wir sehen uns nächstes Mal, wenn euch das Let's Play gefallen hat. Okay. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Gebt einen Daumen hoch, wenn euch das Let's Play gefallen hat. Und bis bald. Und ciao. Raaah.